Hallo meine Lieben, heute habe ich dieses wunderschöne Make-up für euch vorbereitet. Es ist eher schlicht, aber gleichzeitig ein Hingucker. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr diesen Look selbst schminken könnt, dann bleibt einfach dran. Ich benutze im gesamten Tutorial für das Augen-Make-up nur eine Palette und diesmal ist es die neue In The Nude Palette von W7. Diese ähnelt sehr der Naked 3 von Urban Decay, kostet jedoch nur ein Sechstel. Bei der im Video zusätzlich gezeigten In The Buff Palette handelt es sich um das Dupe von der Naked 2. Ich zeige euch hier noch einmal die Farben, bevor wir starten. Ich beginne mit dem Maximum Coverage Concealer von e.l.f. und verteile ihn in meinem gesamten Gesicht. Als nächstes nutze ich den Camouflage Concealer von Catrice und verstecke damit Augenringe und Hautunreinheiten. Um das Ganze zu mattieren, nehme ich das Mineral Booster Puder von e.l.f. und verteile es mit einem Puderpinsel in meinem gesamten Gesicht. Als Highlighter benutze ich den Perfect Face Extreme Highlighter von P2 und einen kleinen Pinsel und trage das Produkt unterhalb der Augen, auf den Nasenrücken, dem Kinn und auf den Wangenknochen auf. Konturieren nehme ich das Sun Club Bronzing Powder von Essence und trage es mit Hilfe des Puderpinsels der gleichen Marke auf mein Gesicht auf. Kommen wir nun zu den Augen. Als ersten Schritt prime ich die Augenlider mit der Eyeshadow Base von The Balm. Als zusätzliche Base nutze ich den Sumita Eyeshadow Pencil. Diesen gibt es aber leider nicht in Deutschland zu kaufen. Ihr könnt aber jeglichen anderen bronzeschimmernden Creme Eyeshadow nutzen. Zuerst schnappt ihr euch den E40 Sigma Pinsel und nehmt diese matt hell Nude Farbe damit auf und streicht entlang eurer Augenhöhle. Damit wird das spätere Verblenden auch einfacher. Anschließend kommt der matte, rötliche Braunton aus der Palette zum Einsatz und mit Hilfe des E25 Pinsels gebt ihr ihn auf den Augenaußenwinkel und verblendet entlang eurer Augenhöhle. Den pigmentierten Messington tragt ihr mit dem E55 Sigma Pinsel auf das bewegliche Lid und entlang des unteren Wimpernkranzes auf.
Dann greift ihr nochmal zum E25 Sigma Pinsel und tragt mit diesen den graphitfarbenen Lidschatten auf euer äußeres V am Augenaußenwinkel und verblendet durch kleine Rotationsbewegungen. Zum Intensivieren des Smoky Effekts nehme ich die dunkelste Farbe aus der Palette und zeichne ein kleines Dreieck am Außenwinkel. Hierfür nutze ich den E30 Pencil Brush von Sigma. Entfernt danach heruntergefallene Lidschattenpigmente mit einem Make-up-Tuch. Kommen wir nun zum Highlighten. Die hellste Farbe gebe ich mit dem Sigma E70 Pinsel unter die Augenbrauen und verblende. Zum Betonen der unteren Wasserlinie benutze ich den Master Smoky Eye Pencil in der Farbe Smoky Cray. Für den Lidstrich nutze ich wie immer sehr gerne den Gel Eyeliner von L'Oreal, aber ich rate euch, das Produkt zu nutzen, mit dem ihr am besten klarkommt. Heute benutze ich mal keine künstlichen Wimpern und probiere deshalb die Lash Extension Base von P2. Das soll kleine Wimpern an die natürlichen Wimpern wie ankleben, aber so richtig sehe ich den Effekt nicht. Was meint ihr? Danach tuscht ihr über die Base eure Wimpern mit euren Lieblingsmascara. Ich benutze im Video den Clump Breaker von P2. Für die Rouge-Auswahl benutze ich wieder meine 10 Color Rouge Palette von BH Cosmetics und diesen wunderschönen Pfirsichton aus dieser Palette. Zum Auftragen nehme ich den Rouge Pinsel von Essence. Meine Augenbrauen bringe ich perfekt in Form mit den Essence Eyebrow Stylist Set. Damit könnt ihr eure Zupffehler perfekt kaschieren. Für unsere Lippen ist ein Nude Lippenstift perfekt. Ich nutze im Video den L'Oreal Lippenstift aus der Natural Serie in der Farbe Nude Treasure. Das Make-up ist fertig und ich finde, es ist sehr schön geworden. Aber ich möchte ehrlich zu euch sein, mit der Original Urban Decay Naked 3 Palette kann dieses Tube nicht mithalten. Man merkt es sehr deutlich bei der Qualität der Lidschatten. Sie sind sehr pudrig und daher musste ich mehrmals die Lidschatten auftragen, bis sie hielten. Des Weiteren fallen Lidschattenpigmente während des Verblendens auf die Wangenknochen, was lästiges Säubern nach sich zog. Für den kleinen Geldbeutel ist es trotzdem eine Alternative. Denn einen schönen Look kann man allemal damit kreieren. Aber mein Tipp, nutzt eine sehr, sehr gute Eyeshadow Base, damit ihr auch mehrere Stunden an den Look Freude habt. Es bleibt mir hiermit nur noch zu sagen, auf Wiedersehen, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!